Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Idle Champions of the Forgotten Realms Tutorial zum Thema Klicken, Klickschaden und Familias. In vielen Idle Games ist Klicken und Klickschaden ja ein sehr, sehr leidiges Thema, einfach weil es nicht vernünftig umgesetzt ist und es sind Idle Games und niemand möchte selber klicken und deswegen wird Klickschaden in vielen, vielen Idle Games tatsächlich zu Recht komplett ignoriert, auch wenn er im Spiel verfügbar ist. In diesem Spiel hier ist er tatsächlich sinnvoll und auch so umgesetzt, dass man nicht auf Dauer selber klicken muss. Wir kümmern uns erstmal um den Klickschaden an sich. Klicken in diesem Spiel hat zwei Vorteile. Zum einen macht es halt Schaden, wie man sieht, und zum anderen, wie man auch schon sehr gut sieht, stunt es die Monster. Also nicht permanent, also auch wenn ich hier dauerhaft drauf klicke, also ich kann nicht sämtliche Monster stunnen, aber immer das Monster, was ich anklicke, wird halt gestunnt und läuft dann nicht weiter. Das ist schon mal ganz vorteilhaft, wenn man gerade in einem Gebiet ist, wo es relativ schwierig ist und wo man nicht so gut vorwärts kommt, beziehungsweise wo die Monster über kurz oder lang einfach an der Formation dran landen, ist es ganz nett, wenn man diesen Stun mit einsetzen kann und einfach das Angegriffenwerden der Formation ein bisschen hinauszögern kann. Dafür ist es tatsächlich ganz nett. Und man kann den Klickschaden eben auch leveln, damit man mehr Klickschaden macht. Wenig überraschend. Das erklärt sich, glaube ich, relativ von selbst. Was da ein relativ wichtiger Hinweis ist, ist, dass das Level, das wir hier stehen haben, ungefähr widerspiegelt, wie weit wir mit dem Klickschaden tatsächlich levelmäßig im Run kommen. Also ein bisschen was muss man davon abziehen. Da mit Insta-Killen noch funktioniert, würde ich so sagen, circa 4 Level abziehen. Aber mit Klickschaden auf Level 7 sollten wir auf jeden Fall in Level 3 gleich noch Insta-Killen können. Eventuell auch noch in Level 4, müssen wir gleich mal gucken. Und ja, das ist eben tatsächlich ein ganz guter Richtwert, wie weit komme ich überhaupt mit meinem Klickschaden oder wie weit bringt der mir was. Das heißt, wenn ihr irgendwann in, keine Ahnung, Area 60 seid, euren Klickschaden aber nur bis 30 leveln könnt, wisst ihr, ihr braucht gar nicht weiter Gold in den Klickschaden zu investieren, weil der bringt euch eh nichts mehr. Von daher, das ist tatsächlich eine Sache, die ich zwar relativ zügig, aber nicht direkt am Anfang mitgekriegt habe, beziehungsweise am Anfang auch direkt ignoriert habe, weil ich dachte, ja, das ist Klickschaden. Aber nein, Klickschaden ist hier definitiv sinnvoll, weil er macht Sachen auch tatsächlich schneller. Also er macht nicht nur Schaden und hält die Monster auf, sondern ihr seht schon, wir sind hier eigentlich zum Monstertöten an den Cooldown von Brunors Angriff hier gebunden, oder allgemein an den Cooldown der Angriffe der Champion. Mit Klickschaden geht plötzlich alles viel schneller. Ja, wir sehen schon, in Area 4 reicht es nicht mehr ganz zum Insta-Kill, nur noch knapp. Also vielleicht zum Insta-Killen so 5 Level abziehen. Das kommt dann, denke ich, ganz gut hin. Aber dafür ist letztendlich der Klickschaden da, um Schaden zu machen, zu stunnen und letztendlich ist es eine Beschleunigung des Spiels, weil man den Cooldown nicht abwarten muss. Nun möchte man aber, wie schon erwähnt, ja nicht die ganze Zeit selber klicken. Es ist nämlich ein bisschen anstrengend. A, nicht gut für die Maus, B, auf Dauer nicht gut für die Finger bzw. die Sehnen. Stichwort Sehnenscheidenentzündung, niemand möchte das. Von daher gibt es die sogenannten Familias und wir gucken uns gleich erstmal an, wo wir die herkriegen bzw. wie wir die freischalten. Ich packe hier nur gerade mal ein paar mehr Champions rein, damit wir hier nicht gleich wipen. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, dass das soweit läuft. Mal gerade mal. Ah ja, easy. Gut, dann nehmen wir mal kurz den Auto-Progress raus und dann kann das entspannt auf dem Level laufen. Sehr gut. Familias haben ihren extra kleinen Menü-Button hier unten. Den schaltet ihr frei, sobald ihr das erste Mal in irgendeinem Run Level 65 geschafft habt, beziehungsweise Level 66 erreicht. Dann taucht auch nochmal Brunor auf mit so einer tollen kleinen Tutorial-Nachricht und erklärt euch prinzipiell Familias, aber hier ist das ein bisschen schöner und außerdem ausführlicher mit mehr Infos, was Familias alles können. Ja, wenn ihr das Ganze freigeschaltet habt, habt ihr aber noch nicht direkt Familias. Also hier gibt es nicht direkt irgendwie 5 Familias zum Start oder 5 Autoklicker zum Start, sondern nur weil man diesen jeweiligen Button unlocked hat, muss man die noch freispielen.
oder sich sonst irgendwie organisieren. Es ist ein Free-to-Play-Spiel, ihr ahnt es, man kann für Clicker auch echt Geld ausgeben. Wir gucken aber erstmal, wie man tatsächlich Clicker freispielen kann und dafür gibt es den Shop und hier die Gem-Items. Alternativ kann man das auch direkt über den Button hier machen. Hier gibt es jeweils die Buy-Funktion und wenn man hier drüber geht, sieht man auch direkt, was die kosten. Ich wechsle mal ganz kurz auf die Steam-Variante rüber. Ist das sinnvoll? Nee, eigentlich noch nicht. Das machen wir gleich mal. Wir bleiben noch mal kurz im Browser. Ihr seht schon, ein Familiar habe ich hier schon freigeschaltet. Der kostet auch nur schlappe 250 Gems. Und das ist auch tatsächlich, also die Gems sind ja die Standardsachen, die von Bossgegnern droppen, beziehungsweise die man für Adventures und Variants bekommt. Und 250 Gems spielt man locker am ersten Tag zusammen, wenn man jetzt nicht gerade nur eine halbe Stunde Zeit hat zum Spielen. Von daher würde ich euch empfehlen, was auch immer ihr mit euren Start-Gems macht, hebt euch auf jeden Fall 250 Gems auf, damit ihr, sobald ihr Familiars freigeschaltet habt, also sobald ihr diese Schaltfläche freigeschaltet habt, dass ihr euch direkt diese Mage-Hand holen könnt. Weil es ist einfach, selbst wenn es nur ein Familiar ist, schon so eine große Erleichterung. Man kann die hier in verschiedene Sachen packen. Da komme ich gleich nochmal zu. Holt euch die auf jeden Fall für 250 Gems. Die weiteren Familiars sind dann schon deutlich teurer. Geht mit 10.000 Gems los. Hier gibt es einen für 30.000, 50.000, 70.000. Bis zu 200.000 Gems sind die, die man freispielen kann. Die habe ich selbst mit meinem Hauptspielstand noch nicht. Ich glaube, da habe ich nicht mal den für 70.000 geholt. Also 50.000 war da im Moment so das höchste der Gefühle. Da muss man eine Weile für sparen. Also 200.000 Gems zusammenkriegen, das ist nichts, was man mal eben irgendwie an einem Tag macht oder in einer Woche, sondern das ist tatsächlich was, was mehrere Wochen in Anspruch nehmen wird. Nur, dass ihr das ungefähr einordnen könnt. Aber gerade, wie schon gesagt, kann man Familiars natürlich auch mit Echtgeld kaufen. Hier im Browser auf Kongregate sind das Creds. Also hier stehen die Preise nicht dran. Dann gehen wir doch nochmal in den Shop rüber. Und zwar sind die hier meistens in sogenannten Packs mit bei. 100 Creds sind ungefähr 10 Dollar. So ganz grob kann man das ungefähr sagen. Also es sind in Euro umgerechnet. In der Steam-Variante sind es, glaube ich, ungefähr 8,20 Euro, die so ein Pack kostet. Und meistens gibt es da Familiars mit noch verschiedenen Buffs irgendwie dazu. Also hier diverse Buff-Potions für einen Zehner. Oder für 20 Dollar dann noch mehr Buff-Potions oder irgendwelche Contracts. Es gibt die Familiars auch in größeren Packages mit bei. Hier gibt es zum Beispiel diverse Buffs und Gems und einen Skin und noch Equipment und einen Familiar. Das ist für 20 Euro sogar ein ganz akzeptables Package, wenn man wirklich 20 Euro ausgeben möchte. Also beziehungsweise sind, glaube ich, 17,50 Euro oder irgendwie so in den Dreh. Es gibt aber auch hin und wieder relativ günstige Familiars, hier für 50 Creds, auf Steam sind es glaube ich 4,99 Dollar. Da gibt es eben manchmal in Steam Sales, also Summer Sale, Winter Sale, was auch immer es da für Sales gerade gibt, sind Familiars manchmal auch vergünstigt. Da lohnt es sich, wenn man tatsächlich echt Geld ausgeben möchte, da gegebenenfalls noch drauf zu warten. Ich glaube gerade den Fisch gab es mal irgendwie für, ich glaube 2,99 Euro, also 3 Euro. Wenn man tatsächlich echt Geld ausgeben möchte für Familiars, sind das dann so die Sachen, wo ich am ehesten nachgucken würde, weil ganz ehrlich, diese ganzen Buffs scheinen am Anfang zwar verlockend, aber nachdem ich jetzt mehrere Monate im Spiel bin, würde ich sagen, diese ganzen Buffs, die man mit dazu kriegt, sind völlig egal. Die kriegt ihr sowieso mehr als genug im Spiel. Von daher, letztendlich gebt ihr hauptsächlich Geld für den Familiar aus. Und die Buff-Potions bringen euch nicht wahnsinnig viel. Also nichts, was ihr nicht auch entspannt freispielen könntet. Ah genau, hier diesen hässlichen Kessel gibt es halt auch noch für irgendwie 5 Dollar. Ja, das ist die Variante. Zudem gibt es hin und wieder auch nochmal letztendlich, ich sag mal, alte Familiars, die so nicht mehr direkt zum Kauf verfügbar sind, in sogenannten Wild Offers. Die tauchen hier oben manchmal mit auf. Habt ihr eventuell schon mal gesehen, wenn ihr schon ein paar Tage spielt, dass hier so eine Wild Offer auftaucht. Da gibt es entweder Equipment und Kisten zu holen oder eben Familiars mit noch ein bisschen Kram dazu. Die Preise schwanken da, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwischen 10 und 20 Dollar. Auch das wäre nochmal eine Möglichkeit.
Ist aber, wie gesagt, jedem selbst überlassen, ob man das machen möchte. Das muss jeder für sich einschätzen, ob man echt Geld für Familias ausgeben will. Ich kann sagen, prinzipiell kann man nie genug Familias haben. Und prinzipiell findet man auch für mehr Familias, als man rein über das Spiel holen, also rein frei spielen kann, noch Verwendung. Also man kann eigentlich nie wirklich genug Familias haben. Man hat immer so das Gefühl, ach, hier wäre noch einer gut und da wäre noch einer gut. Aber man kommt mit den Familias, die man im Spiel freispielen kann, definitiv hin. Also man kommt damit klar. Man muss kein Echtgeld ausgeben. Insofern ist es schon relativ fair. Zu guter Letzt gibt es noch eine, es gibt noch so anderthalb Varianten. Also sagen wir, es gibt noch eine Hauptvariante, das ist aber eher so fürs Midgame. Es gibt im späteren Spielverlauf die sogenannten Patrons. Die sind hier noch alle gesperrt. Die bekommen aber ihren eigenen Shop. Und Shop heißt in dem Fall nicht, dass man da echt Geld ausgeben muss, sondern dass man da Sachen freispielen kann. Und jeder Patron bietet in seinem Shop nochmal ein Familia. Das heißt, man kann im Moment drei Familias freispielen über die Patrons nochmal zusätzlich. Es gibt vermutlich im Laufe des Jahres mindestens einen weiteren Patron. Was der im Shop haben wird, weiß man noch nicht, aber vermutlich auch eine Familia, wenn es ähnlich aufgebaut ist wie die anderen. Also da wird vermutlich noch mehr kommen. Und zu guter Letzt, das ist aber nichts, worauf man wirklich zählen sollte, gibt es in seltenen Fällen, wie zum Beispiel zu Jubiläen, also wenn das Spiel Geburtstag hat, oder zu sonst irgendwelchen Sachen, die selten im Jahr irgendwie mal sind, irgendwelche Special Events. Und es kann sein, dass man da von den Entwicklern tatsächlich einfach mal, also dass sämtliche Spieler einfach mal einen Code bekommen, den man dann hier über diese Kistenfunktion hierüber halt einlösen kann. Und worüber man letztendlich einen Familia geschenkt bekommt. Oder sonst irgendwie, dass man in-game einfach direkt einen Familia geschenkt bekommt. Das kann vorkommen. Passiert aber eher selten, also ist nichts, wo ich drauf wetten würde. Deswegen ist das nur so eine halbe Möglichkeit. Ja, nachdem wir jetzt geklärt haben, wo wir die Familias herkriegen, ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, okay, es gibt hier in diesem Spiel irgendwie gefühlt zig verschiedene Familias. Um genau zu sein, gibt es, ich glaube, im Spiel im Moment 42. Im Zweifelsfall ist die Antwort auf jeden Fall 42, aber ich glaube, es sind tatsächlich so viele. Die machen tatsächlich alle komplett dasselbe. Also die sehen nur verschieden aus und es ist völlig egal, ob ihr die über einen Patreon-Shop freigespielt habt oder über Gems oder ob ihr dafür echt Geld ausgegeben habt oder ob ihr die im Event geschenkt bekommen habt. Völlig wurscht, die machen komplett alle dasselbe. Es gibt da keinerlei Unterschiede. Das heißt, wenn ihr echt Geld ausgeben wollt und euch der Preis egal ist, könnt ihr auch danach gehen, welcher euch vom Aussehen her am ehesten gefällt. Kommen wir aber zum Eigentlichen, nämlich den Einsatzmöglichkeiten von den Familias. Und die sind relativ reichhaltig, sage ich mal. Prinzipiell, wenn man hier auf Familias klickt, kann man einmal dieses Feld aufmachen. Kleiner Hinweis dazu, dieses Feld zuzukriegen. Dazu einfach nur mit der Maus einmal hier so in diesen Bereich gehen. Also wo man normalerweise hier so ein Familiar hinziehen kann, in so eine weiße Fläche, wenn dieses Ding offen ist, hilft es nicht, irgendwo anders hinzuklicken oder irgendwie, ich glaube, es hilft nicht mal Escape zu drücken, sondern einfach nur mit der Maus nach oben gehen und das Feld schließt sich wieder. Ist, finde ich, nicht so intuitiv, aber so funktioniert es. Und ja, ihr seht schon, wenn man hier ein Familiar nimmt und den irgendwo hinziehen möchte, wird hier schon weiß umrandet, wo man den hinpacken kann. Und dazu wechseln wir jetzt tatsächlich mal auf die Steam-Variante rüber, weil da habe ich schon deutlich mehr Familias freigespielt und da können wir auch uns mal angucken, was mehrere Familias tatsächlich bringen im Gegensatz zu einer einen. Schwupp, einmal rüber gewechselt. Sieht fast genauso aus wie der andere Spielstand. Sind sogar tatsächlich die gleichen Champions drin, verrückt, nur die Anordnung passt nicht. Oder? Doch, sogar die Anordnung ist dieselbe, verrückt. Als hätte ich mir Gedanken drum gemacht. Habe ich aber tatsächlich nicht. Ist Zufall. Wo ich mir hingegen Gedanken drum gemacht habe, ist, dass wir erstmal tatsächlich hier unten anfangen. Man kann Familias nämlich nutzen, um Helden automatisch zu leveln. Das ist eine sehr gute Sache.
Wenn ihr die Familias auch jetzt nicht hier irgendwie rausziehen wollt, jeweils einzeln, man muss ja auch immer gucken, welcher ist denn gerade schon irgendwo zugewiesen und welcher ist noch frei und welcher ist gekauft und welcher nicht, könnt ihr auch einfach, zumindest solange ihr am PC spielt, auf der Tastatur die Taste F wie Familia drücken und kriegt dann auch die ganzen Sachen hier angezeigt. Und müsst dann einfach nur dahin klicken, wo ihr den Familia haben wollt. Und das könnt ihr, wie gesagt, zum automatischen Level nehmen, sowohl vom Klickschaden, wie ihr schon seht, das wird langsam hochgelevelt, oder eben alternativ zum Leveln der Champions. Jetzt können wir das hier gerade mal ein bisschen schneller machen. Ich setze den gerade mal hier drauf. Auch für frische Champions geht das. Wird hier alles fröhlich mit hochgelevelt, da kriegen wir wahrscheinlich gleich die Meldung, hey, du musst dich mal entscheiden für eine Specialization, jawohl. Das poppt dann immer automatisch auf, das wird nicht automatisch mitgemacht. Aber ja, hier kann man seine Champions und seinen Klickschaden automatisch leveln lassen. Das ist schon mal sehr, sehr entspannt. Prinzipiell eine große Erleichterung. Dann muss ich gerade noch mal ein bisschen weitermachen. Und Sekunde, kurz eine Sache einstellen. Zack. So. So, muss nämlich noch mal kurz die Ulti-Fähigkeiten der Champions hier freischalten. Dann haben wir das, dann haben wir das. Deine haben wir noch nicht. So. Und komm, dich nehmen wir auch nochmal dazu. Gerade völlig egal. Aber Hauptsache, wir haben hier mal so 6 Ulti-Fähigkeiten. Ihr habt es eventuell schon gesehen. Hier gibt es so weiße Rahmen, entweder auf den Ultimate Attack selber oder in dem Feld hier drüber. Man kann die Familias eben. Achso, man kann sie übrigens auch mit Klick auf das entsprechende Feld direkt wieder entfernen. Das nur am Rande erwähnt. Aber ja, man kann sie eben direkt auf eine Ultimate Attack setzen. Die wird dann automatisch geklickt, sobald sie verfügbar ist. Also sobald der Cooldown abgelaufen ist, können wir gerade mal warten, wird die dann direkt wieder ausgelöst. Es sei denn, man ist halt gerade im Wechsel von einer Area oder so, dann verzögert sich das um einen kleinen Moment. Aber ja, prinzipiell, sobald das abgelaufen ist, wird das wieder eingesetzt. Hier unten klicken die Familias übrigens mit einem Klick pro Sekunde. Also beim Leveln von Champions und Klickschaden wird das mit einmal pro Sekunde gelevelt. So, und dann warten wir doch mal kurz ab, bis die letzten 10 Sekunden hier abgelaufen sind und sehen dann schon 2, 1, Risiko. Bam, mit kurzer Verzögerung wird die Ulti direkt wieder ausgelöst. Also so kann man das einsetzen. Wenn man eine Ultimate Attack hat, die man regelmäßig einsetzen möchte, kann man das so machen. Alternativ gibt es im späteren Spielverlauf so wöchentliche Challenges, wo Sachen mit bei sein können, wie setze 100 Ultimate Attacks ein. Da ist es dann sehr entspannt, wenn man einfach mal einen Autoklicker auf eine Ultimate Attack setzen kann und die einfach in Häkchen spammen kann. Dann hat man so eine Challenges einfach nebenbei erledigt. Sonst im normalen Spielverlauf braucht man das tatsächlich, ja, vielleicht, wenn man irgendwie nochmal besonders weit pushen möchte. Aber sonst setzt man die Ultimate Attacks, finde ich, eher gezielt ein, wenn man sie braucht und nicht, wenn sie verfügbar sind. Es gibt hier aber auch noch diese Leiste hier drüber und da kann man bis zu 4 Familias reinsetzen, steht auch unten in weiß dran, 0 von 4. Und die Familias hier machen erstmal nichts auf den ersten Blick, sondern die haben so einen 30 Sekunden Cooldown und ich setze hier gerade nochmal einen zweiten rein. Und nach 30 Sekunden klickt der Familia, also die Mage Hand in dem Fall, dann eine zufällige Ultimate Attack, die gerade verfügbar ist. Also wenn die 30 Sekunden abgelaufen ist, sehen wir gleich, ja, die wird da gleich irgendwo klicken. Jetzt nämlich. Zack, nimm die erstbeste. Ich glaube, das ist wirklich zufällig, die dann ausgewählt wird. Und die Fee, sehen wir, hat das jetzt zeitverzögert gemacht. Das heißt, das passiert tatsächlich nicht in einem speziellen 30-Sekunden-Takt, also es werden dann nicht zufällig 4 Sachen gleichzeitig ausgelöst, sondern es kommt tatsächlich darauf an, wann man den Familia hier reingepackt hat. Die haben halt alle ihren eigenen 30-Sekunden-Timer. Das heißt, wenn man die alle in gleichen Abständen da reinpackt, könnte man theoretisch alle 7,5 Sekunden eine Ulti auslösen. Also 30 durch 4 ist halt 7,5. Ja, also hier kann man eben bis zu
vier Familias reinpacken. Ich habe das ehrlich gesagt in knapp fünf Monaten Spielzeit noch nie benutzt. Es gibt bestimmt einen praktischen Anwendungszweck dafür, wenn es jemand weiß, kann er das gerne nennen. Ansonsten finde ich es hauptsächlich schwierig, hier die Familias wieder rauszukriegen. Es kann manchmal sehr klickintensiv sein. Die tatsächliche Hauptsache oder Hauptbeweggrund oder Hauptfeld, wo man die Familias einsetzt, ist der Bereich hier oben. Hier gibt es 6 Felder, wo man Familias hinsetzen kann. Und hier klicken die Familias tatsächlich 5-mal pro Sekunde. Also jeder Familia klickt hier 5-mal pro Sekunde. Sprich, wenn man einen Familia drin hat, hat man 5 Klicks pro Sekunde. Wenn man 6 Familias hat, hat man 30 Klicks pro Sekunde. Und das ist für die eingangs erwähnten Sachen zum schnelleren Vorwärtskommen ganz nett. Hat aber auch noch, wenn man mehr Familias in dieses Feld packt, noch weitere Vorteile. Steht auch, wenn man F gedrückt hält und mit der Maus hier drüber geht, in dem Feld drin. Aber kurz zusammengefasst, wenn man 3 Familias hat, wird, man sieht schon, Gold landet hier auf dem Boden. Und auch Quest-Items, die hier für den Progress nötig sind, landen erstmal auf dem Boden, werden erst nach einer Weile automatisch eingesammelt. Wenn man 3 Familias im Feld hat, was wir gerade mal machen, seht ihr schon, ach Mensch, das wird alles direkt eingesammelt. Das heißt, 3 Familias im Feld sind schon ein deutlicher Speed-Zuwachs. Und deswegen würde ich euch eben auch empfehlen, halbwegs zeitnah einen 2. und 3. Familia zu holen, weil das Spiel echt ein ganzes Stück schneller macht. Es bringt einfach so viel Geschwindigkeit mit dazu. Es ist echt eine große Erleichterung. Nur 2 Familias im Feld zu haben, bringt nichts Besonderes. Auch 4 Familias im Feld zu haben, bringt nichts Besonderes. Aber 5 Familias im Feld zu haben, bringt wieder eine spezielle Sache. Die sehen wir gleich, wenn wir in der nächsten Boss-Area sind, nämlich auf Level 40. Bossgegner droppen ja immer diese kleinen Säcke, wo die Gems drin sind und wo gegebenenfalls auch eine Kiste drin sein kann. Und die liegt hier ja immer erstmal so eine Weile, irgendwie so 5 Sekunden, bis die automatisch eingesammelt wird. Wenn man 5 Familias im Feld hat, werdet ihr sehen, dass dieser Loot Sack, heißt es im Englischen, dass der zwar noch langsam hier hinhüpft, aber sobald er hier seine Endposition erreicht hat, direkt eingesammelt wird. Das ist auch nochmal so ein kleiner kleiner Speed-Zuwachs. Nicht wahnsinnig wichtig, aber wenn man die Familias über hat, kann man durchaus in Erwägung ziehen, auch mal 5 Stück ins Feld zu setzen. Macht man aber tatsächlich eher, als wenn man, oder ich habe es zumindest erst gemacht, nachdem ich tatsächlich einiges an Familien hatte. Genau, habt ihr es gerade gesehen? Ich glaube, ich habe auch aus Reflex einfach draufgeklickt, aber es wird auch automatisch einfach direkt eingesammelt. Zudem, wenn man 6 Familias im Feld hat, gibt es noch einen netten kleinen Bonus. Und zwar, es gibt die sogenannten Distractions, die habe ich, glaube ich, im Video hier vor schon mal kurz erwähnt. Man hat es hier auch schon ab und an mal gesehen. Im Hintergrund fliegen oder krabbeln hier immer mal so Sachen lang, also Vögel oder Käfer. Oder es wackelt mal irgendein Stein, den man anklicken kann. Das sind die sogenannten Distractions. Und ich nehme den jetzt gerade mal raus. Und wir gucken mal, ob hier irgendwo eine Distraction spawnt. Also eine Ablenkung zu Deutsch. Ja, gerade mal nicht so. Nun gut. Vorführeffekt. Ich nehme mal gerade den Auto-Progress raus. Früher oder später wird hier eine Distraction spawnen. Es sei denn in der Area, hier kann keine spawnen, aber das würde mich wundern. Ich glaube, die können überall auftauchen. Aber wir gehen für den Fall der Fälle einfach nochmal ein bisschen zurück. Keine Ahnung, wir gehen mal hier so hin. Da sollte auf jeden Fall was gehen. Denke ich. Schauen wir mal. Ich glaube, hier laufen so Käfer durch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die spawnen halt zufällig, also es kann jetzt eine Weile dauern. Worauf ich hinaus will, diese Distractions werden automatisch angeklickt. Normalerweise muss man die manuell anklicken, aber wenn man 6 Familias im Feld hat, werden die automatisch geklickt. Ich würde es gerne... Ah, da läuft mal so ein Käfer lang und zack, wenn wir 6 Familias im Feld haben, wird er direkt automatisch geklickt. Dann eben auch direkt beim Auftauchen.
braucht man im Normalfall nicht wahnsinnig häufig, aber auch hier gibt es diese wöchentlichen Challenges, wo es mal heißen kann, klicke 75 Distractions. Da können 6 Familias im Feld schon eine nette Erleichterung sein. Ansonsten sind Familias eben nur für den Klickschaden da, was aber gerade im Zusammenhang mit den Fire Breath Potions, die wir ja auch schon in den vorhergegangenen Videos ein bisschen beleuchtet hatten, durchaus sinnvoll sind, weil die ordentlich Schaden machen. Also gerade die Rare Potion sorgt halt dafür, dass das 300-fache dieses Wertes hier an Schaden gemacht wird pro Klick. Das heißt, wenn man dann noch 30 Klicks pro Sekunde hat, kurz Kopfrechnen, machen wir letztendlich das 9000-fache von diesem Schadenswert. Das heißt, damit kann man schon noch mal ein bisschen vorwärts pushen. Und ja, auch da macht es wirklich einen Unterschied, wie viele Familias man im Feld hat, weil wirklich jeder Familia seine eigenen 5 Klicks pro Sekunde macht. Also wenn man Fire Breath Potions einsetzt, sollte man im Hinterkopf haben, je mehr Familias man im Feld hat, desto mehr bringen die letztendlich. Lasst mich kurz überlegen und auf meinen Spickzettel gucken, aber ich glaube, das ist tatsächlich alles, was ich zu den Familias sagen kann. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich 25 Minuten lang über Familias quatschen kann, aber offenbar kann ich das. Länger geworden als gedacht, aber gut, dafür haben wir das Thema, glaube ich, umfassend erschlagen. Solltet ihr noch Fragen zum Thema Familias haben, lasst mir gerne einen Kommentar da oder fragt mal im Stream oder im Discord. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Spielen. Bis das nächste Tutorial-Video kommt, wird wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern. Also so 2-3 Tage, eventuell auch ein bisschen mehr. Ich würde die ganz gerne noch im nächsten Schwang hochladen. Aber es sind auf jeden Fall noch mindestens 4 weitere Videos geplant. Also wir nehmen uns noch ein paar mehr Themen an. Und ja, ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Und hoffe, wir sehen uns in irgendeinem anderen Video wieder. Bis dahin, habt eine angenehme Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut, haut rein und tschüss.